Hallo Leute, Sel hier und willkommen zurück zu Hydroneer. Ich habe jetzt zwischen den Folgen mal für 5 Minuten hier ein bisschen geschippt und so Zeug gemacht hier. Und wir haben rausgekriegt, einen von diesen, was grünen Smaragd? Smaragd. So. Und ich habe nochmal hier ein bisschen Gold reingeschmissen, was rausgekommen ist. Wir haben einmal diesen hier gefunden, so einen Leuchtkristall. Der dient dazu, um dann nachher Anlagen mit Energie irgendwie zu versorgen. Und die Reuse hat etwas hervorgebracht, nämlich, hier, guck mal, Kugelfisch. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, wo wir den hinbringen müssen? Ja, das ist nämlich der. Das heißt, wir könnten direkt noch die neue Angel holen dann. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir hier erstmal das flüssige Gold, sage ich mal. Nehmen wir mal und kippen das mal da rein. Oha, oha. Wahnsinnig viel. Ne, kleiner Goldbarren. So, und... Ah, geht nicht, warum nicht? Anscheinend, weil der schon abgekühlt war. Das müssen wir mal gucken, dass wir den da nicht rein in den Tiegel schmeißen, weil... Ne. Moment. Ne. Versuch das mal so leicht rüberzustellen, so. Dass wir den hier noch am Rand kriegen. Ne? So, so ist gut. Der muss nämlich jetzt heiß werden. Das sieht man gar nicht so gut, ne? Wenn der richtig heiß geworden ist. Wenn ich den da reinschmeiße, wird er nämlich wieder flüssig. Also müsste eigentlich reichen, oder? So, der ist da, der rot, der glimmt. So, Beeilung. Ach so, ja, das ist natürlich auch, müsste schon die richtigen Sachen auswählen. Warum nicht? Wir haben einen Edelstein und einen Goldbarren, der anscheinend noch nicht heiß genug war oder sich wieder zu viel abgekühlt hat. Gucken wir mal. Der ist natürlich klein und mickrig, aber das Beste, was wir im Moment rausholen können, was ist denn hier? Da ist schon wieder was drin. Was haben wir hier? Hering. Damit. Da liegt der Kugelfisch, okay. So. Zack. So, Beeilung, bevor wieder kalt wird. So, da haben wir ihn. Da ist der Ring. Geschmiedet, sie zu knechten. Ja, da wir da oben nichts anderes brauchen, bringen wir mal eben den Ring weg. Können wir mal gucken, was wir für den Ring kriegen. So, und ne, ihr seht, der ist Gold, also Golden, Golden, Gulden. Gulden ist was anderes, ne? Der ist Golden. Und er hat den Smaragd eingearbeitet. Und 145. Dafür, dass der Goldbarren so klein war und der Edelstein jetzt auch nicht der beste war, schon ganz vernünftig. Sehr schön. Nehmen wir. Und dann würde ich sagen, können wir mal gucken, ob wir gleich die Angel Level 3 kriegen. So, rein damit. Oh. Okay. Ah, nochmal. Wieso nicht? So rum geht das. Okay, 147. Ist nicht die Welt. Was kostet ihr denn hier? Ah, da wird das überdeckt von dem Text. Müssten 220 sein oder so. Oh, 432. Schwierig zu sehen. Auf jeden Fall teuer. Teuer, teuer. 220 Euro diese Werkzeugtasche, ne? Hm. Na gut, okay. Sind wir noch einen Augenblick weit weg von. Wobei, wenn wir da jetzt noch ein paar Ringe und so von machen, geht das eigentlich auch ganz gut, ne? So. Wie machen wir das jetzt? Ich würde mal sagen, wir nehmen den Kugelfisch mal einzeln. Weil der Fisch dürfte jetzt ja immer noch nichts wert sein. Ist ja nicht viel Zeit vergangen. Aber wir können gerne mal gucken, ob der noch ein bisschen gestiegen ist, der Preis. Weil dann wissen wir, dass es nicht von Tag zu Tag ist, sondern auch irgendwie von... Also innerhalb des Tages irgendwie Schwankungen unterliegt. Und ne, immer noch 0,3. Und vor allem Prozent, also 0,3% ist halt echt, boah.
So. Jawolla, da ist die nächste Angel. Angel, alter, schmieriger Griff. Aha, Level 3 Angel. Sieht aus, als wäre sie mehrfach fallen gelassen worden. Na gut. Oh, hier. Mr. Krabs kommt als nächstes. Die hat auf jeden Fall einen anderen Griff. Einen Fischgriff. Ist das bequem? Weiß nicht so richtig. Okay. Cool. Und dann werden wir mal sehen, wie das so weitergeht. Die hat also die gleiche Pose. Und. Puh. Na gut, lassen wir mal liegen. Wobei wir könnten die Angel ja auch hier liegen lassen, oder? Beziehungsweise den können wir mit darüber schmeißen. Nehmen wir die Angel mit. 0,3%. Was eine Frechheit. Okay, als nächstes brauchen wir einen Krebs. Cool. Angel Level 3. Da kommen wir mit Angeln hier schneller voran durchs Spiel als mit allen anderen Geschichten, ne? Das ist eigentlich der falsche Name dann, ne? Das sollte dann wohl Angelsimulator heißen oder so. Und da oben bei dem Juwelier gab es keine Preisschwankungen, ne? Irgendwie. Der nimmt einfach alles. Ja, so viel zum Thema Angelständer, ne? Ist die Frage, wie viel Angeln gibt es denn da? So, ist schon was Neues drin? Nee, doch. Geht relativ fix sogar. Zack. Einer. Oh. Ob der uns denn den Krebs bringt? Natürlich wirklich traurig drüber, wenn es so ist. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch zustande kriegen. So. So. Einmal Putzi. Und Eisen. Ja, ist jetzt die Frage. Wir könnten ja sonst als nächstes. Wir haben noch keine Säge, die bräuchten wir, um mehrere Barren herzustellen, beziehungsweise wir könnten mehrere Barren erzeugen, aber dafür sammeln wir irgendwie gefühlt zu wenig Eisen in Summe. So, was ist das hier? Auch Eisen. Es gibt übrigens noch eine andere Ressource. Fällt mir dazu ein, wie so ein, wie hieß das, Bronzium oder sowas? Haben wir bis jetzt auch gar nicht gefunden. Gold. So, jetzt ist die Frage. Was schmelzen wir jetzt, Eisen oder Gold? Weil Gold braucht immer noch einen Diamant mit dazu, wobei. Boah. Komm, können wir trotzdem machen. Dann können wir sagen, wenn wir den ersten Diamanten haben, dann machen wir halt wieder einen Ring. Hoffentlich kommt der nicht sofort. Dann können wir mal zumindest zusammen gucken, wie viel Gold muss man eigentlich reinschmeißen, bis das einen ordentlichen Barren gibt. Ja. Und dann haben wir da schon mal eine ganze Menge Eisen gesammelt. Oh, da war nichts drin. Seltenes Ereignis tatsächlich. Aha, guck mal. Da ist schon der Rubin. So, geschliffen. Pja, viel war es ja nicht, ne? Gucken wir doch mal. Ne. Ein ordentlicher bitte. So. Du glühst doch, ne? Können wir das hier doch machen? Ne. Dann. Ja, perfekt. Ja, was wir noch nicht wissen, ist, wie viel das alles so wert ist, ne? Weil es gibt ja hiervon verschiedene. Der grüne war ja so ein flacher, ne? Ich weiß nicht, ob die roten jetzt alle ja, so eine Spitze da unten dran haben. Oder ob das jetzt einfach einer schon ist, der mehr wert ist. Wir werden mal sehen. So, der glüht noch gut. Zack, da ist der Ring fertig. Der zweite Ring der Macht. Und wir sehen, zwar ein bisschen schlecht, aber da sieht man es, ne? Er ist rot. Okay. Gehen wir damit mal hoch. Ah, da steht ja unten sogar Rubinring. Ein gefährlicher Ring, sehr schön. Bereit, um beim Juwelier oder dem Markt verkauft zu werden. Ah, der Markt würde wahrscheinlich schwankende Preise anbieten, ne?
Wir machen das mal am Anfang hier. 66. Würde ich jetzt mal vermuten, liegt eher daran, dass wir weniger Gold eingearbeitet haben. Weil ich hatte zwischen den Folgen da doch mal das ein oder andere Goldstück noch reingeschmissen. So. Wie viel haben wir? 213. Wird doch langsam. Okay, Fundamente kosten 5. Der Bauhammer, den brauchen wir jetzt erstmal noch. Obwohl, wenn wir die Fundamente stellen, wäre das, glaube ich, schon ganz hilfreich. Brauchen wir Fundamente? Endlich geht's gerade so, ne? So, dann machen wir mal das Eisen. Das haben wir jetzt einen Moment lang gesammelt. So, jetzt ist die Frage. Ja. Das war nicht so gut. Also, in mehrerer Hinsicht war das jetzt nicht so gut. Okay. Dann einmal alles einsammeln. Na gut, dann könnt ihr mal sehen, was da eigentlich alles drin war. So, erstmal wieder alles rausgrabbeln. Ja. Da ist noch mehr im Wasser. Da ist auch ein Fisch. Fisch oder Fisch. So. Sieht so aus, als wäre das jetzt alles weg hier. Hier ist so viel Sand. Ist das von mir? Nee. Oh, wer weiß. Okay, das war's, ja. Haben wir alles gefunden jetzt? Lampe. So, das ist der Leuchtkristall. Ah, auch gleich mitnehmen können. So, hier liegt nichts mehr rum. Am Bett auch nicht. Na, von mir aus bleibt liegen. Okay, dann haben wir's. So. Echt? Nicht heiß genug? Erstaunlich, aber. Das war auch ein bisschen größer als der Goldbarren, ne? Oh, wie schnell das da am Rand auch geht. Oh, also er wird relativ schnell rot, aber so richtig kochend dauert es dann doch nochmal einen Moment, ne? So, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Wird nicht mehr heller, hä? So. Tada! Wir haben einen Dolch. Am Markt. So, gehen wir mal hin. Also Markt weiß ich nicht. Aber wir haben hier oben einen Waffenhändler. Da können wir doch mal gucken, was der jetzt wert ist. Beziehungsweise einfach auch gleich verkaufen. ...113,6%. Ach nein, ist gar, der will gar keine Waffen haben, der will so einen Barren haben. Moment, der Juwelier, will der den haben? Ja, okay, du willst, der gibt mir 100 knapp. Na gut, nehmen wir. Sprich, beim Juwelier können wir gefühlt alles verkaufen. Aber da werden wir wohl... Also da haben wir einen festen Preis, ne? Da ist die Frage, wie hoch ist der? 311, sehr schön. Werkzeughalter wäre ja nicht das Schlechteste, ne? Handsortierer. Ah, den brauchen wir erstmal nicht, ne? Das haben wir alles. Tja, für Angelrutenständer. 100. Ganz schön teuer, ne? Der schnellste Weg, dein Geld in Rauch aufzulösen. TNT. Das ist irgendwie verlockend gerade, schon mal 50 Tacken da reinzuhauen für. Weiß ich nicht warum. Ach, komm, wir machen das mal.
Wir machen erstmal diese Folge als großer Abgang dieser Folge, wenn es denn soweit ist. Es war zumindest mal so, dass in tieferen Erdschichten irgendwie ja, ertragreicheres Zeug rauskam, sondern jetzt ist es dunkel, oder? Immer Linksklick, wir schlafen. Und da stehen wir wieder. Jetzt ist es früh morgens. Okay. Es ist früh morgens und wir können ja mal eben gucken gehen. Und gerne die Fischlis mitnehmen. Ist hier ein neuer Fisch drin? Ja. Hering. Können wir die hier mitnehmen? Ich hatte nämlich extra auch nochmal hier eine große Schüssel gekauft. Dann können wir die nämlich gleich mal da lassen. Und mal gucken, wo wir jetzt von 0,3% sind. Nicht, dass es dann wie nur 0,5% sind oder so. Ich hätte ja gedacht, das ist ein bisschen kurvilinear. Dass wir jetzt hier, ja genau, 10% einen relativ großen Anstieg haben. So, perfekt. So. Ja, das Geld nehmen wir natürlich jetzt nicht mit von da, weil da sind wir ja gleich wieder auf Null. Das heißt eigentlich, wenn man das gut stapeln könnte, dann könnte man dadurch auch reich werden. So, bis das irgendwie so bei 110% oder so angekommen ist. Ja, am Anfang irgendwie falsch gemacht, ne? So, Oh. Moment. Nee, will er nicht. Doch. Haha, da bin ich gespannt. Okay, lassen wir ihn mal einen Moment drin. Ich denke ja nicht, dass das geht, aber ich fände es jetzt lustig. War ich das? Habe ich die Füße verbrannt? Lass mal hier reingehen. Der kleine Eimer, gut, mal wieder hinstellen. Genau, mal wieder hinstellen. So. So, und ihr seht's, ne? Das ist jetzt der Moment, wo sich dann gefühlt alles wiederholt. So. Ja, jetzt ist die Frage, ne, mit welcher Qualität war dieser Dolch gefertigt? Weil der hat uns ja 100 Taler gebracht. Und bist du schwarz geworden? Ja, ne, ist er. Okay. Also es ändert zwar nichts, ne, aber also er ist schwarz. Na, mal sehen. So. Das Gold machen wir mal da rein. So, wir können ja mal das hier unter der Brücke nehmen. Von unter der Brücke. So. Wie das hier auch so rausplätschert, ne? Ohne Pumpe oder irgendwas. Einfach mal so ein Rohr ins Wasser gesteckt und dann kommt da was raus. Na nu. Wobei ich sagen muss, da bin ich jetzt nicht traurig drüber, ne? Dass das so ist. Irgendwie muss das ja gehen. Da liegen ja noch mehr. Wo kommen die denn her? Sind die, sind das auch welche, die ich daneben gekippt hatte, die dann hier hinten runtergerollt sind? Na gut. Kommen die halt jetzt beim nächsten Mal mit. Den Juwelier stört's ja nicht. So. Bauen wir uns mal einen Weg nach unten.
Achso, war da jetzt unter der Brücke alles weg eigentlich? Wenn wir mal gucken gehen. Weiß ich schon gar nicht mehr. Nee. So. So. Geht langsam aber sicher voran. Was sagt die Reuse? Wo ist der Krebs? Na, mal sehen. Ist ja durchaus einfach nur eine Zeitfrage, bis wir den Krebs da drin haben. Kriegen wir die nächste Angel, obwohl wir gar nicht geangelt haben. Oh, okay. So. Naja, stell das mal ruhig ab. So. Ist irgendwie schon ein wenig befriedigend zu sehen, dass es hier langsam aber sicher vorangeht. Na nu, ist es rausgebackt? Ja, tatsächlich. Wieder ein Kristall. Die kann man übrigens auch zusammenschmelzen, zu Kristallbaren verarbeiten. Ah, hier. Boah, würde sagen, haben wir vielleicht mal wieder den Punkt erreicht hier. Also so, wie der Barren aussieht, hätte da so ruhig noch was gekonnt, hä? Na, sage mal. Kann man sich ja irgendwie schon fast vornehmen, zweites Teil hier zu kaufen. So, das sieht irgendwie noch nicht durchgebrannt aus da. Und? Boah, zumindest. Nee. Das langt ihm noch nicht. Auf der Kante ging das ganz gut, ne? Und zieht das? Muss man. Boah. Ist wahrscheinlich eigentlich genauso wie da drin, ne? Aber hier sieht man es ein bisschen besser. Ach ja, wirklich nur ein wenig besser. So. Perfekt. Haben wir den nächsten. Okay. Bringen wir den nochmal weg. Ja, die Frage ist, was brauchen wir denn als nächstes? Ein paar Gerätschaften, ne? 56. Naja. Irgendwie besser als nix. Kann man ja schon fast überlegen, noch mehr Reusen irgendwie aufzustellen. Weil die angeln ja quasi jetzt für einen mit. Okay. Ich möchte, dass du addierst. Muss das da genau auf den drauf sein? Geht nie. Okay, machen wir es so. 319. Ja, ein Druckbehälter. Ist die Frage, was wir mit den Gerätschaften erreichen wollen. Bei Sortieren brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Sortieren wäre irgendwie interessant, ich weiß auch nicht. Wenn wir hier ein bisschen Automatisierung ketten, ne? Wenn wir hier irgendwie so einen Bohrer haben, der was rausholt. 432. Wie viel haben wir? 319. Brauchen wir noch ein bisschen was. So, wir können ja mal das Eisen nehmen. So. So, und diesmal machen wir hier wieder, na, wo ist es? Okay, so ist gut. Und naja. War ein Versuch. Das auch.
Das ist ein bisschen schade, das ist ein bisschen störend irgendwie. Okay. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal den Barren. Wenn er das mal irgendwann schmilzt. So, geht das eigentlich jetzt auch hinlegen? Tatsächlich, das geht auch. Okay. So, da ist es. Geschmolzen. So. Ich will nämlich mal gucken, was kostet, also was bringt uns dieser Barren an Geld. Und dann gucken wir mal, was es als Dolch wert ist. Weil, wenn das jetzt so richtig ist, ne, dass die Prozente eigentlich nur noch höher gehen, können wir da hinten nichts verkaufen. Und wir haben hier über 100%. 104%, so 81 bringt der. Dann haben wir nämlich eine Vorstellung, sollten wir den lieber schmieden oder einfach da als Barren verkaufen, zumindest wenn es über 100% ist. So, wir gehen hier mal nicht durch die Zecken durch. So. Dann machen wir den mal heiß. Ja, bei dem sieht man das besser, ne? Dass der rot anläuft. Sieht gut aus. So. Ist da schon was drin? Ja. War da eben was? Da war was. So. Blood Road. Zack. So, das heißt, der Dolch sollte ja wenigstens irgendwie, wie war's, 86 war der Wert? 81, 86? Also 90 sollte der schon wert sein. Ansonsten verkaufen wir den nächsten Eisenbarren einfach da hinten, ne? Und dann wissen wir, dass der Juwelier zwar vielleicht alles nimmt, aber gar nicht zu guten Preisen. 85. Ah. Also, pfah, den nächsten Barren verkaufen wir da hinten. So. Dann ist doch aber jetzt schon fast die Frage. 404. Da können wir doch so ein Ding kaufen, oder nicht? Ah, 432. Okay. Fehlt uns minimal was. Gut, wahrscheinlich bräuchten wir auch nochmal Rohre. Das würde auch nochmal Geld kosten. Ah, wir könnten es vielleicht woanders hinstellen. Ah, hier kann man ja auch noch was abbauen. Boah, hier. Sehr schön. So, großer Fisch, großer Eimer. Ah. Es fehlt irgendwie wie so ein Fischbehälter hier, so, keine Ahnung. Na gut, schmeißen wir den mal hierher. Der Text da unten, ne? Gefangen in der Blechdose der Natur. Mhm. Interessant. Ja, genau so. Ging auch relativ schnell, ne? Dass da was nachgekommen ist. So. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen was. Gold? Ja, ne? Machen wir wieder Gold. Okay, das ging schnell. Anscheinend, weil der Tiegel, der Schmelztiegel so heiß war. So. Eisen. Dann müssten wir ja theoretisch. Ah, da ist so ein Streifen hier, ne? Den kriege ich doch jetzt. Kriege ich gar nicht weg, wollte ich sagen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sonst gerade sagen wollte. Achso, ja, wenn wir das jetzt hier haben, ne? Dann müssten wir eigentlich bei Lesoffel haben,
um das hier mal automatisieren zu können weiter. So. So, immer rein aber dem Gold. Nein. Moment mal, du kommst jetzt her. So. Ah. Ja, doch, einfach. Das müsste passen. Ja, perfekt. So, kam jetzt schon ein bisschen Gold raus, wa? Eisen ist auch völlig okay. Also, okay ist ja eigentlich alles, ne? So, alles, was uns irgendwie voranbringt. Da. Hinten rausgeglitscht irgendwie. So, was ist hier? Dorsch. Oh, schon ein bisschen größer, der Dorsch. So. Ja, ich habe auch nichts dagegen, ne, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Gold finden, bevor der nächste Edelstein kommt. Weil dann könnten wir nämlich in dieser Folge noch das andere, also ja, diesen Bohrer aufbauen. Ja. Und vor allem, das sieht auch nach einer guten Menge Gold aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob dieser Händler, wo wir eben waren mit dem Barren, ob der auch Goldbarren meint, annimmt, oder ob der halt wirklich sagt, also eigentlich möchte ich nur Eisenbarren haben. Gucken wir mal. So. Ja, der ist wieder so flach. Okay, dann nehmen wir den mal. Boah. Das ist schon ein bisschen größer, ne? So, dann mach dich mal so richtig warm hier. Kleiner Fisch. So, müsste ja eigentlich passen, ne? Wenn man hier nicht noch eine halbe Stunde rumfuhrwerken würde. So. Okay, Smaragd Ring. Dann gucken wir doch mal, was wir jetzt dafür kriegen. Für, was war das jetzt? Na ja, doch schon irgendwie bei 15 Minuten. Also 5 bis 10 Minuten, ne? 143, oh, sehr schön. So, Leute. Das heißt, wir holen jetzt den Bohrer. So, hier war ja nichts mehr mit Geld, ne? Ne. So. Sehr schön. 547. Leider gleich nicht mehr. Okay, stellen wir den mal ab. Oh, so schnell ist das Geld wieder weg. Arbeitet schneller mit Wasserdruck. Nimmt Schaden, je tiefer du gräbst, desto besser die Rohstoffe. Nimmt Schaden, je tiefer du gräbst. Okay, gucken wir mal. Er sollte ja dann also irgendwo einen Wasseranschluss haben, ne? Wo denn? Da ist eine Lampe. Man kann ihn anscheinend doch überall hinstellen. Machen wir es mal da. Ach, da ist der Wasseranschluss. So. So, das dachte ich mir, wir brauchen dann nämlich jetzt nochmal Rohre bis dahin. Wir bräuchten also... Na gut, wir können es nochmal umstellen.
Naja, 1, 2, vielleicht 3 Rohre hier horizontal. Dann bräuchten wir 2 Knicke. Und nochmal ein drittes vertikal. Das heißt, wir müssen mal eben Rohre holen gehen. Ich hoffe, dafür reicht das Geld. Das wäre zumindest ziemlich cool. So. Genau, hier gibt es die Rohre. Mal eben Geld holen. Leider gespeichert. 115. Was haben die Rohre gekostet? 20 irgendwie? Und. Ja, 22. 25 der olle Knick. Da sind wir ja schon bei 50. Nur. So. So. 22. Also das brauchen wir auf jeden Fall nochmal. 72, ja, brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Sechs und 15, oh nein. Da sind wir bei 21, richtig? Okay. Dann muss das so passen. So, kommt mal her hier. Ja. Perfekt. Tja. Zumindest habe ich schon mal richtig gerechnet. Das ist schon mal gut. So. Dann nehmen wir den mal. Wenn wir das hier hinten hinsetzen. So. Fangen wir mal an, den von hier hinten zu bauen. So. Naja, dann ist jetzt die Frage, wo kommen wir denn? Mit dem hier raus. So. Das funktioniert schon mal. Ne? Irgendwie ist das richtige Feld erwischen gerade nicht so einfach. Jetzt. So, das würde nämlich bedeuten, wir können hier die andere Rundung, den Bogen hier oben raufsetzen. So. So, dann fehlt es noch ein Rohr. So, jetzt ist das hier direkt angeschlossen. Jetzt ist die Frage, was kommt denn dann hier an? Sandklumpen. Ja. Können wir da noch mehr von reinmachen? Nee. So, und dann haben wir die Problematik, okay, es kommt hier kein Wasser mehr rein. So, kann man die Klumpen wie. Nee. Doch, wie Geld, nämlich zusammenwürfeln. Ja. In der Idee. Okay. Eine bestimmte Größe können die anscheinend nicht überschreiten. Oh doch. Geht halt anscheinend nicht immer. So, warte mal, machen wir mal aus. Weil ich mir einbilde, dass wenn wir das zusammenhauen hier und dann hier in so einen Eimer mit Wasser haben, dass das einfach mal, danke, mehr Ertrag bringt. Ja, da sind nämlich schon zwei Goldklumpen.
Ja, dann spielen wir doch das Gold gleich mal zurecht hier. Mal kurz schlafen gehen hier. So. Will ich nicht noch woanders irgendwo Gold liegen? Nee, Sand war das hier, ne? Ja. Ja. Okay, noch besser. Gucken wir mal, ob da noch mehr geht. Ja. Wahrscheinlich hat... Ich gehe mal davon aus, sie werden irgendwann die Maximumgröße erreicht haben. Aha. Okay, dann schmeißen wir... Ja, das sieht auch nach viel mehr Erde aus, ne? Okay, perfekt. Ah, da war gleich noch einer drunter. Okay, cool. Also, das heißt, wir haben jetzt etwas, das uns Sand bohrt. Muss mal kurz die Lampe in die Hand nehmen, weil ich nicht sicher bin. Der baut das aber nicht ab nach da unten, oder? Sieht nicht so aus, als würde da ein Loch entstehen. Also, was er jetzt ausgemacht. Es könnte auch sein, beziehungsweise wir könnten das so machen, wir stellen den mal dahin. Haben wir hier noch ein Rohr. Zack. Und baut das irgendwie ab? Nicht, dass es sichtbar wäre. Ne, das baut nicht ab. Baut quasi nur drauf. Tut euch zusammen. So. Nicht die Fischis vergessen. Das Geld, was nebenbei erzeugt wird. Okay, Eisenerz. Na ja, gut. So, das heißt, wenn man den tiefer stellt, gibt das bessere Ressourcen, hat er gesagt, ne? Das würde nämlich bedeuten, wir könnten mit dem TNT hier mal ein Loch reinspringen und das Ding dann weiter unten hinstellen. So, wo das geht. Wollen wir das mal machen? So, jetzt ist die Frage, wie geht das? Und vor allem, wie viel Sprengkraft hat das? Okay, linke Maustaste ist werfen. Okay. Ich hätte gedacht, dass das mehr Krawall macht, muss ich es ehrlich sagen. Also da ist wahrscheinlich besser eine Spitzhacke zu kaufen. Ein bisschen schade. Aber gut. Moment. Wenn man dich da reinstellt. So. Was passiert dann? Nein. So. Ah, ich muss ganz ran. Gucken, ob das immer so ist.
Ja, ach, das ist der Griff im Weg, hä? Tatsächlich. Ja, genau. So. Oh, das sieht doch gut aus. Perfekt. So. Nee, zu weit. So. Ah, das ist wieder der Griff im Weg, kann doch nicht wahr sein. Ah, perfekt. So, was passiert denn damit, wenn noch einer reinkommt? Ah, das deckt leider nicht auf. Ein bisschen schade. Nein. Aber so einen großen Klumpen hat man noch nicht, ne? Das will er nicht. Ah ja, guck mal. Das passt doch. Würde sagen, das ist doch denn der krönende Abschluss, oder? So, nehmen wir mal den ganzen Krams hier mit. So, guck mal, haben wir sogar noch ein Gold rausgekriegt. Gold und Eisen. Ja, nee. So, nein. Den da. Boah, das sieht schon gut voll aus, dann der Eimer. Hab gerade den Schattenpunkt im Wasser gesehen, der andeutet, wo der Eimer landet. Und mich gewundert. So, nochmal Gold. Und Eisen. So. Dann. Zack. Okay. Das ist schon wie gerade ein bisschen ernüchternd, oder? Tja, so viel dazu. Ich hätte schon, ehrlich gesagt, na, gedacht, dass das ein bisschen größer wird. Mit dem, was wir da jetzt rausgeholt haben, aber gut. So. Zack. Nächster Fisch. Sehr schön. Ja, dann könnte man jetzt hier mehrere von diesen Reusen haben und einfach dann alles abgeben. Was ist denn hier los? Da ist Sand. Gehört hier nicht hin. Schmeißen wir den noch mal rein. Und hier noch mal den Sandfutzel weg. Ah, Mann. So. Der richtet sich wohl von alleine auf. So, Stuhl heiß gelaufen. Perfekt. Dann bringen wir den nochmal weg. Ja, mehr Rohre oder so, keine Ahnung. Weil, ja, wir könnten dann vielleicht eher noch so eine Pickaxe kaufen, um damit weiter nach unten zu kommen. Dann bräuchten wir auch mehr Rohre. Na gut, mal gucken. Erstmal gucken, was der bringt. 91, na gut. Hat jetzt also anscheinend nicht so viel besseren Ertrag gebracht, auch wenn wir da vielleicht mal zwei Sachen in so einem Eimer hatten. Na gut. Dann wissen wir erstmal Bescheid.
drin ist, haben wir erstmal wieder über 100. Schwierige Entscheidung. Lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Machen wir nicht jetzt. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben ja einen guten Start gehabt mit der neuen Angel mal wieder. Oh, das ging auch schnell jetzt. In dieser Hinsicht. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge dann schon wieder eine neue Angel haben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten wisst, wie es geht. Abonnieren, daumieren, kommentieren, gerne auch applaudieren. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.